Der 92-jährige Ingenieur Gerhard Wissel aus Überlingen am Bodensee hat nach einem Fahrradunfall eine Wanderhilfe mit E-Antrieb entwickelt. Sein geländetauglicher Turborollator kombiniert die Eigenschaften eines Mountainbikes und eines Rollators. Die großen Räder würden dabei helfen, Hindernisse zu überwinden. Der Elektroantrieb unterstützt beim Bergaufgehen, während eine leistungsfähige Bremse den Abstieg sicher macht. Der Verkaufspreis des Turborollators liege wegen der aufwendigen Produktion und der hochwertigen Teile bei rund 5.000 Euro. Die Nachfrage sei da, erzählt Wissel.